Hallo Leute, was geht? Dazu1005 hier mit Let's Play Elements Destiny Origins. Das letzte Mal haben wir versucht, irgendwie Rika davon zu überzeugen, dass die ganze Geschichte mit den Elementargeistern und so weiter ja eigentlich wahr ist. Und naja, wir haben die Katakomben geöffnet von Crestor und haben uns dann hier auf den Weg hingemacht. Ja, dann ist auf einmal irgendwie Steve aufgetaucht und hat sich in den riesigen Drachen verwandelt und hat uns dann aufgenomst. Und jetzt sind wir im Magen von Steve, wenn man so will. Haben soweit alles irgendwie abge... Ja, wie soll ich mich ausdrücken? Haben hier in dem Magen bzw. im Körper diese... ja, Viren oder was auch immer abgetötet und können jetzt da oben ins Gehirn rein. Wir sind schon, man sieht hier, Ort Steve Schädel. Und dann würde ich sagen, wir stürzen uns einfach mal rein und schauen uns an, was da so los ist, beziehungsweise warum das hier alles so ist, wie es ist. Da ist jemand. Hm? Oh, das ist nun ziemlich überraschend. Die Art, wie du sprichst. Du bist die Ursache für Steves Handeln. Woher wisst ihr? Ach, eigentlich ist das völlig egal. Dass ihr immer noch am Leben seid, ist eine äußerst unangenehme Überraschung. Aber dann muss ich euch eben hier umbringen. Ich werde meinen Meister nicht enttäuschen. Kampfsystem. So. In diesem Kampf sollte man gut aufpassen, was man tut. Denn es geht schon mal gleich lustig los, wenn man so will. Ach du Kacke. Ah, sie ist ja verstummt. Ach du Kacke, ach du Kacke. Also Lebenswasser. So, dann Heilkraut. Wir müssen hier schauen, was wir tun, sonst ja, adet das nämlich in dieser Art und Weise aus und wir können gleich einpacken. Das ist alles schon mal wieder nicht gut, so wie ich das sehe. So viel ist sicher. Alter Falter! Es nervt. Nicht gut. Ich könnte hier etwas Verstärkung gebrauchen. Nein! Na toll! Ganz großes Kino. Ich hasse es. Ich glaube, diesen Kampf können wir vergessen. Habe ich nur so im Gefühl. Einfach so. Toll. Toll, toll, toll. So, erstmal hier Lebenswasser. Giftschneide. So, dann Heilung. Stumpfheil. Sengenschnitt. Toll, 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 toll. Moment. So, Lebenswasser. Dann hier Heilung. Oder auch keine Heilung. Man muss wirklich dazu sagen, der Kampf ist übel. Er ist nicht besonders einfach. Allerdings kriegt man das hin. Man muss sich wirklich ein bisschen ins Zeug reinlegen. Allerdings kann man das mit viel Glück hinbringen. Tatsächlich. Wichtig ist erstmal, dass die beiden Äußeren weg sind. Und dann geht man auf Raptor drauf. So. Lebenswasser. Okay. Scheiße. Magie, Gift. Okay. Scheiße. Jo. Giftschneide. So, erstmal heilen. Sehr gut. Scheiße. Gift, Sengen, Tod.
So, heilen. Scheiße, ein Dreck. Toll. Stumpfheil. Bitte. Heilung. Magie. 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 Heilung. Sengen. Stumm. Gift. Sengen. Stumm. Gift. Na komm schon. Es muss. Na, er ist zäh. Das muss man schon dazu sagen. Raptor ist zäh. Und nicht toll. Ich kann niemanden mehr wiederbeleben. Ganz großes Kino. Naja. Dann hängen wir jetzt zu zweit in der Kacke. Der Kampf kann immer noch schief gehen. Scheiße, Dreck, scheiße, Dreck. Komm, Raptor, geh down, bitte. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Nein, 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 nein. Mann! Toll. Ich werde doch das jetzt hinbringen, das gibt's doch nicht. Ach, scheiße. Na komm schon, das gibt's doch nicht. Geht down, Raptor. Ja, toll. Ah. Na gut. Probieren wir es nochmal. Vielleicht klappt es jetzt. Man muss anscheinend mit seinen Lebenswassern ein bisschen sparsamer umgehen. Alles nicht so einfach. Gut. Also. Gucken wir. Geht ja mal wieder gut los, muss ich schon sagen. So eine Kacke. So, Lebenswasser. Ja, toll. So, Vergiftung, Sturm. Gift, Heilung, Sengen, Sturm. Heilung. Belebung, Sturm. Okay, Heilung. Heilung. Gegengift. Heilung. Ich hasse es. Na, es schaut schlecht aus mal wieder. Ganz, ganz schlecht. Muss ich schon mal zugeben. Ziemlich schlecht. Das ist einfach... Es ist zu viel. Es ist da echt zu viel los. Irgendwie... Toll, alle paralysiert. Ja, leck mich doch. Na dann. Schwierig. Wird wahrscheinlich so mal wieder nichts werden. Nein. Das können wir gleich abbrechen. Okay. Nochmal. Juhu. Also dieser Kampf, der hat schon irgendwie manchmal was mit Glück zu tun. Je nachdem, was für Angriffe das kommen. Es ist nicht so einfach. Na gut. Gucken wir weiter. Ja.
Gift. So, dann gleich mal Magie hier drauf und Ohnmacht, Heilung, Gift. Sengen. Okay. Lebenswater. Ja, ist gut. Gift. Sengen. Stumm. Gift. Paralyse. Okay, Gegengift. Dann Lebenswasser. Nein. Heilung. Lebenswasser. Scheiße. Das ist zum Kotzen. Also diese Paralyse kotzt mich an. Ganz ehrlich, die ist zum Kotzen. Toll. Ja, okay, vergessen wir das Ganze. Das wird wahrscheinlich so nichts. Ich schätze, das war beim ersten Mal einfach nur Glück, dass ich überhaupt so weit gekommen bin in dem Kampf. Nehme ich jetzt fast an. Denn man hat gesehen, dass das alles irgendwie... Das ist alles, es überfordert eins einfach. Das ist zu viel. Das bringt nichts. Wir müssen hier erst noch ein bisschen leveln, habe ich so im Gefühl. Sonst wird das alles nichts werden. Sonst schlagen wir uns da dumm und dämlich und es kommt im Prinzip nichts dabei rum. Und das will man ja eigentlich auch nicht haben. Von dem her... Nee. Wird nicht gemacht. Da tun wir lieber noch ein bisschen kämpfen. Dann passiert zum Beispiel sowas mit Level Up und dann hilft uns das hier prinzipiell auch weiter. Ach du Kacke. Na gut. Sollten wir vielleicht mal ein bisschen ärger drauf gehen. Wie auch immer. Ja. Heilung. Okay, Vergiftung ist weg. Gut. Dann gehen wir mal auf diesen Virenskorpion drauf. Okay. Oh, 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 oh. Okay. Merlin is going down. Dann geben wir dir dein Gift zurück, du Arsch. So. Hätten wir es auch mal wieder besprochen. Tü-t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 ü
und nach Möglichkeit auch wahrscheinlich ziemlich alle. Dafür sind sie da. So. Ah ja. So, Genesung. Okay. Gehen wir mal wieder auf den Firnskorpion. Der uns schon wieder vergiftet hat, dieser Arsch. So, Genesung. Greifenklaue. Okay. Und dabei ist die Kampfmucke ja so schön. Yay! Da können wir schon noch ein bisschen hier leveln. Leveln und leveln und leveln. Dumm! Ein Virenskorpion. Sengenschnitt! Dumm Titum. Tülle, 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 tülle. Tot. Super. Okay, 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 okay. So, erst einmal Magietränke vielleicht benutzen. Und heilen. Jo. Okay. Wunderbar. Na komm schon, yay. Die neue Technik. Bestienkiller. Gegenüber Bestien und Bebenhieb. Okay. Okay, okay, okay. So. Vielleicht sollten wir auch mal diese Heilung verwenden. Ist ab und zu nicht so schlecht. Okay. Aua, wow, sind das ein Haufen. Na dann. Naja, war ja mal wieder klar, dass wir gleich mal wieder vergiftet sind. Ah. Dreh durch. Hm. So, Genesung. Ja, leck mich. So, Genesung. Super, ich meine Heilung, bla. Bla bla bla. Die tü 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 tü. Magie wieder aufstocken. Okay. Und dann müssen wir dann den Fred nochmal suchen. Den brauche ich unbedingt. Nochmal einkaufen bei ihm. Oh, schwer vergiftet ist auch nicht gut. Heilung. Gegengift. Okay. Heilung. Ja. Tu mich nur verlangsamen.
Das zögert deinen Tod auch nur raus. Wenn man es mal genau nimmt. Dumm, dumm, tidim. Jo. Was war das? Virenschutz? Ein Hut, der vor Gift schützt. Oh, schön. Den hatte ich noch nie. Okay. Ist sogar stärker. Wen will ich denn damit schützen? Wen schütze ich? Am besten vielleicht Rika. Jo. Na, wobei. bitte. Ach komm, wir nehmen Erika. Donnerwetter, diesen Virenschutz da, den hatte ich noch nie gefunden. Naja, es lohnt sich doch immer, Spiele öfters zu spielen, wie man feststellt. Man findet öfters mal neue Sachen. Unglaublich. Ne? Also den Virenschutz da, den kenne ich noch nicht. Sehr schön. Sehr interessant. Wenn man es so will. Allerdings, wenn man, habe ich schon öfter festgestellt, wenn man viel campt, findet man auch viele, viele, viele Sachen. Viele besondere Items, die der Zoe dann da versteckt hat, beziehungsweise Ausrüstung. Ist nicht schlecht. Hat was. Und ist ja auch mal interessant zu sehen, was es also gibt. Von dem her passt das schon. Ach du Kacke. So. Dann nehmen wir uns diesen Virenskorpion davor. Oh, keine MP. Ah, schwer vergiftet, au. Nicht gut. Ah, alle verlangsamt, es nervt. So, toll, wir haben auch kein Gegengift mehr, sehr gut. Awesome. Heieieiei, und auch keine Heilung. Okay, jetzt wird es langsam kritisch. Jetzt sollten wir aufpassen, dass wir hier rauskommen dann. Okay. Heilcrouch. Auf Rika. So. Okay, alle durchgeheilt. Oh, sehr gut. So. Also. Nassklinge schlägt mit in Flüssigkeit gedrängter Waffe zu, verursacht Wasserschaden. Mhm. Interesting. Gut, gehen wir wieder hoch, weil ich irgendwie keine Heil-Items mehr habe. Das ist auch vielleicht nicht so gut. Wenn wir jetzt noch weiter kämpfen. Deswegen gehe ich nochmal hoch und suche mir nochmal Fred her. Und kaufe dann nochmal schön ein. Und dann probieren wir halt den Bosskampf nochmal. Ist nicht so einfach. Aber kriechen wir hin. Irgendwie. Hoffe ich. Und so. Okay. So, wo war denn der Gute? Also erstmal legen wir uns hin, ganz klar. So, dann das Ganze mal abspeichern. Ah, da war er, genau. Okay. So, zeig mal her. Da können wir wieder kräftig einkaufen. Ach du guter Gott. Guter Gott, ach guter Gott. Da kaufe ich jetzt mal 8 noch. Dass wir hier 20 haben. Da kaufe ich auch mal 15. 7. Okay, vielleicht stocken wir das vielleicht noch auf. Zack. Okay. Sehr gut. So.
dann würde ich sagen, wir speichern jetzt hier nochmal. Machen uns nochmal auf den Weg. Meine Güte, was für ein Stress. Ja, es ist schon immer nicht so einfach. Also, Bosskämpfe sind halt einfach Bosskämpfe. Und man sollte sie halt auch als solches betrachten. Und das hat schon irgendwie auch einen tieferen Sinn, dass Bosskämpfe irgendwie schwerer sind wie normale Kämpfe, ne? Ja, verstehen Sie. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Na freilich, schwer vergiftet, Chlor. Ah, leck mich. So, Giftschneide. Hier Gegengift drauf. Mann, diese verlangsamte Scheiße. Wunderbar. Ich hasse es. Tritt durch. Gut. Nein! Flucht fehlgeschlagen. Scheißendrick. Darf ich jetzt? Ja, toll. Danke. Ah. So. Sind wir noch vergiftet? Nein. Aber wir müssen wieder gegen ihn kämpfen. War klar. Dass ihr mich hier nicht so einfach vorbeilasst, war mir fast klar. Mann, ihr könnt euch ja auch gleich alle killen. Toll. Ah. So, stirb, komm schon. Geh down. Ich hab keinen Bock mehr. Toll. Darf ich hier wieder entgiften? Hm. Es ist so wunderbar, so wunderschön, hier zu sein und schwer vergiftet zu sein. Juhu! Dumti dumdu dumti 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 dum. Und verlangsamt zu sein ist auch noch schön. Super. Trifft heute mal alles wieder aufeinander. Mann! So, okay, also. Technik. Heilen. Heilen, heilen. Gegenstände. Zack, zack. Okay. Erika ist gegen Gift geschützt, vergessen wir das nicht. Das heißt, sie kann jetzt eigentlich nicht mehr vergiftet werden. Hoffe ich zumindest. Ja. Ja, ja, ja. Wir kennen diesen Text bereits, Raptor. Leg einfach los. Danke. Zu gütig. Zu gütig bist du heute mal wieder. Okay. Scheiße, was mache ich hier? So, Sengenschnitt, Giftschneide. Bams. Aua. Zack. Ja. Giftschneide. Stumpfeil. Dann Magie hier drauf. Sengenschnitt. Giftschneide. Zack, Magie, Gift, Sengen, Heilung, beziehungsweise Lebenswasser. Jawohl. Okay. So, hier wiederbeleben, dann hier Heilung, dann hier Ding. Gift. Ach, nicht auf Raptor, ich bin doch blöd. Mensch, bin ich blöd.
Gegengift. So, Lebenswasser. Heilung. Gift. Stumm. Sengen. Okay. Lebenswasser. Gift. Jawohl. Okay. Dann Lebenswasser. Heilung. So, Heilung. Sengen. Scheiße, keine Magie. Heilung. Gift. Toll. Lebenswasser. Stumm. Zack. Reptilien, sehr gut. Sengen. Ding. Greifenklaue. Heilung. Sengen. Bestien. Zack. Scheiße. Nicht gut, nicht gut. Lebenswasser. Ich hasse es. Magie. Greifen. Sengen. Bestien. Dunkelheit, aua. Okay. Mann! Tut es Not! Ist doch scheiße, Sengen. So, greifen. Stumm. Jawohl, er ist verstummt. Heilung. So, Gift. Sengen. Stumm. Oh Mann, ich sollte mich vielleicht mal wieder heilen, ne? Sehr gut. Bestien. Finsterkralle. Ach, Mann. Verdammt. Greifen. So, Heilung unbedingt. Sonst tot. Zack, zack. Okay. Scheiße, keine P. Greifen. So. Greifen. Ja! Wunderbar. Reptilienflöte und neue Technik, bla. Verdammt! Lass uns sofort hier raus, du Untier, wir haben gewonnen! Vergiss es! Seid ihr unten, die anderen sind mittlerweile! Gut, Grundgütige, was ist hier ein Drache mitten im Crestor? Oh, das kommt ja gerade rechtzeitig. Ich werde mich jetzt zurückziehen, für einen weiteren Kampf gegen euch habe ich zugegeben keine Kraft mehr. Aber solange ich mich noch in ihm befinde, wird die Echsengestalt meines Wirts weiter anhalten. Wenn dieser Kerl meinen Wirt tötet, während ihr euch noch in ihm befindet, stirbt der ganze Organismus. Meine Viren, ihr und ich. Aber das ist es mir wert, wenn ich meinen Meister damit retten kann. Seinen Meister? Wirt, greif ihn an, aber sorge dafür, dass du unterliegst. Ach du Kacke. Oh nein, oh nein, oh nein, was soll das heißen? Ich will jetzt nicht, ich will jetzt endlich hier raus. Wir müssen ihn finden und dafür bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja, mit Sicherheit haben wir die nicht. Alex ist stark, der wird Steve umbringen. Richtig, Zeit ist das, was wir momentan am wenigsten haben. Also lasst uns keine verschwenden und auf die Suche und uns auf die Suche machen. Okay. Gut, dass Sui dran gedacht hat, dass man speichern will, speichern kann, denn man läuft ja vielleicht auch in solche Kämpfe, ne? Die leider unvermeidbar sind. Das ist ein bisschen ein Problem. Denn, ja. Ich meine, die ziehen ja auch von der ganzen
Sache was mit ab. Von der Zeit, die da oben läuft, diese 5 Minuten. Im Prinzip hat man keine Zeit. Das ist das Problem. Ach, das gibt's doch nicht. Warum müsst ihr immer Merlin schwer vergiften? Und nur so zur Info, wir haben alle fast keine MP mehr. Das ist schlecht. Ganz, ganz schlecht. So, komm schon. Bestienkiller. Sengen. Toll. Dumm, dumm, ti dumm. Jo. Ich kann nichts tun. Lebenswasser. Toll, keine MP. Ach, es nervt. Gift. Bestien. Gift. Sengen. Na komm! Geh down, du blödes Vieh. Jawohl. So. Schnell ins Menü mal. Hier Heilung. Und hier Magie. Okay. Whitehall Gates. Tja, wir müssen jetzt den Raptor finden, der sich hier irgendwo versteckt. Irgendwo. Ich weiß nicht genau, ob das... Also hier ist er nicht. Ob das jedes Mal verschieden ist, wie das war. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Das ist mein derzeitiges Problem. Allerdings glaube ich schon, dass das irgendwie so war, dass es sich an verschiedenen Stellen versteckt. Nein! Flucht! Darf ich? Jawohl. Oh Mann, vergiftet. Gegengift. Zack. Deswegen muss man da immer mal suchen. Speichern kann ich jetzt nicht, genau. Okay. Also, hier oben ist er dann definitiv nicht. Das heißt, wir steuern in verfickte Kämpfe. Hau ab da! Jawohl. Heieiei. So, gegen den... Jawohl. Sehr gut. Einfach wegen der Zeit. Es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich nicht kämpfen will, ne? Wisst ihr Bescheid, aber es geht hier um Leben und Tod. So, soweit ich weiß, Moment, können wir hier kurz... Nein, hat so hier ausgeblendet. War das... Hat er sich irgendwo da rechts versteckt, der Raptor? Wenn das so ist, wie sonst auch. Wenn nicht, dann habe ich Pech hier hatten. Der Fred ist übrigens auch schon weg. Sehr gut. Ach Gott, war das nicht da oben? Ach du Heiliges. Ja, ja. Ach du Heiliges, ach du Heiliges. Naja. Das war irgendwo hier, glaube ich, wo er sich versteckt hatte. Hier unten drin. Da rechts. Jawohl. Da ist er. Oh nein. Matsch, 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 matsch. So, das wäre der Lee. Können wir jetzt bitte hier raus? Du weißt genau wo. Erinnere mich nicht daran. Jetzt lass uns einfach gehen, egal woraus auch immer. Ja. Und nur zur Erinnerung, die Zeit läuft weiter. Ja. Also, Raptor ist zermatscht. Das hat die Prinzessin sehr gut gemacht. Wenn das Ganze hier noch jetzt noch ein bisschen schneller funktionieren würde, wäre ich sehr glücklich. Danke. Ja. Also, Raptor ist auf jeden Fall zermatscht. Das hat sich erledigt. Und jetzt müssen wir so schnell es geht hier raus. Genau. Sui hat jetzt auch die Gegner entfernt. Das ist sehr gut. Denn wenn man ständig dann weiter in Kämpfe reinläuft, schafft man es in der Zeit garantiert nicht. Na, okay, das Ding ist ausgeblendet. Das Event funktioniert nicht mehr. So, denn es ist schon ein bisschen noch ein Weg. Ach du guter Gott. Und wenn man da jetzt noch auf Gegner treffen würde, wäre das scheiße. So. Aber ich muss sagen, der Kampf, das zweite Mal jetzt gegen Raptor, das hat sehr viel besser funktioniert wie beim ersten Mal. Hat was mit dem Leveln zu tun. Hoffentlich schaffen wir das noch. Von daher, wenn man Kämpfe nicht schafft, nicht aufgeben. Leveln, leveln, leveln. Schön kämpfen. Kriegt man das Ganze irgendwie schon hin. Man tut sich auch einfacher. Ich meine, das bringt nichts, wenn man einen Kampf gerade so schafft und dann hängt man da drin wie ein Blöder. Beim zweiten Mal war es eindeutig besser. Vielleicht hatte ich auch mehr Glück, kann auch sein. Mein Gott, man steckt nie so drin. Gott, nur noch 30 Sekunden. Ach du Scheiße. Ah! Holy, 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 holy. Ich kann nicht schneller, Hilfe. Ach du Scheiße, das könnte diesmal richtig knapp werden. Ja, diese verfickten Kämpfe. Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke.
Jawohl. Seid ihr bereit? Luft anhalten und hier raus. Boah, gerade noch geschafft. Sehr gut. Yay! Und jetzt. Ausgeh. Kakit. Oh Mann. Alex, hör auf! Prinzessin, ich bin so froh, euch zu sehen. Was ist passiert? Steve. Was zum Steve? Gott sei Dank, ihr lebt noch. Ihr wisst doch, was hier passiert ist, habe ich recht? Lass uns dir erklären. Und so, bla. Verstehe, so ist das also gewesen. Mhm. Ich bin froh, dass ihr das alles heil überstanden habt. Ich habe mir wirklich Sorgen um euch gemacht. Nun, warum ich eigentlich hierher gekommen bin? Die anderen sind mittlerweile angekommen. Sie warten am Stadteingang. Wenn Ricky ihre Kräfte erweckt hat, werden wir dorthin kommen. Sehr gut. In der Zwischenzeit werde ich den anderen Bericht erstatten. Die Dämonen gehen bereits in die Offensive. Deswegen müssen wir nun wesentlich mehr Acht geben. Hui. Oh, und um Steve werde ich mich kümmern. Ich werde dafür sorgen, dass er sich erholen kann. Und wenn ihr fertig seid, solltet ihr vielleicht noch ein Bad nehmen. Ist nicht böse gemeint. Ja. Leichter Müffelgestank ist auch schön. Mein Gott. Und was jetzt? Hast du doch eben gehört. Du musst endlich deine Kräfte erwecken. So schlau bin ich selbst, aber Erika hat vorhin auch gesagt, dass wir einen weiteren Schlüssel brauchen. So ist es, sonst werden wir das Tor nicht öffnen können. Aber wo sollen wir denn suchen? Tja, wenn man das so genau wüsste, ne? Ich weiß, das hört sich vermutlich... das hört ihr vermutlich nicht gerne, aber vielleicht sollten wir noch einmal im Schloss suchen. Es gibt doch sicherlich Räume, die wir noch nicht durchsucht haben. Die gibt es ja wohl, ja? Gut, dann machen wir es so. Okay. Ja, soweit ich weiß, liegt dieser Schlüssel in der Schatzkammer. Denke ich. Vielleicht. Gucken wir mal. Also gut, Raptor ist auf jeden Fall in Steve immer an der gleichen Stelle zu finden. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Ins Schloss hinein. So, hier gucken. Würdet ihr bitte den Weg frei machen? Wir möchten in diesen Raum. Seid ihr sicher? Das ist immerhin die Schatzkammer. Ja, ich bin ganz sicher. Nun, gut, wie ihr befehlt. Ihr seid die Prinzessin. Kiste! Mit dem Schlüssel des Lichtes. Abgeschlossen. So, und da haben wir schon gefunden, was uns begehrt. Den Schlüssel des Lichtes. Und jetzt gehen wir wieder in die Katakomben und öffnen das Tor. Und dann kriegt Rika ihre Kräfte. Und es ist alles supi-dupi. Und dann geht's weiter. Okay. Di 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 dam di dam di dum di 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 du. Ich wollte jetzt. Nein, ich wollte auf was anderes hinaus. Nee, passt schon. Okay, geht klar. So. Rika benutzt den Schlüssel des Lichtes. Und das soll ich nun einfach durchgehen? Keine Sorge, euch wird nichts passieren. Versucht es und ihr werdet sehen. Yay. Wo bin ich? Oh je. Tü-tü-tü-tü, oh je. Tiefe Schluchten. Was soll das? Ich bin eingesperrt. Aber wie soll ich denn dann wieder zurück? Die du die Mächte des Lichts in dir trägst, bist du gekommen, um deine schlafenden Kräfte zu erwecken?
Was? Woher kam das denn nun? Hm? Von einem, der genauso aussieht wie ich. Ah, Hilfe! Ich muss weg. Ich kann ja gar nicht weg. Sie sieht fast genauso aus wie ich, das macht mir Angst. Verrate mir bitte deinen Namen und den Grund für dein Erscheinen. Wie bitte? Also, ich bin Rika, Prinzessin von Crestor. Und ich bin hier, weil ich dabei helfen möchte, einen Dämon aufzuhalten, der die Welt bedroht, glaube ich jedenfalls. Jedenfalls, wo glaube ich mit 2 ist, da war aber nur 1 drin. Okay, dann sei es so. Da ich zu den Wächtern dieses Ortes gehöre, weiß ich natürlich von dieser drohenden Gefahr. Ich bin der letzte Wächter, der sich noch mit einem mutigen und starken Krieger verbinden muss, um mit den anderen gemeinsam zu kämpfen. Deswegen frage ich dich direkt, bist du dazu bereit, mit uns allen gegen die drohende Gefahr zu kämpfen? Was steht da? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh Mann. Na Chlor. Blödsinn, jetzt reiß dich doch mal zusammen, Rika. Ja, natürlich bin ich dazu bereit. Ich danke dir, die Zukunft der Welt liegt in euren Händen. Bevor ich dir allerdings dabei helfe, deine ruhenden Kräfte des Lichts zu erwecken, musst du eine anstehende Prüfung bestehen. Nur wenn du sie bestehst, werde ich deine Kräfte wecken. Ja, ich bin bereit. Dann stelle dich deine Herausforderung. Ah, und dieser Kampf, der ist jetzt sowas von nervig, weil Rika ja gar nichts kann. Die kann keine besonderen Sachen, die kann nur draufkloppen. So, und das zieht sich unglaublich, weil Rika keinen Schaden macht. Das ist das Problem. Also der Kampf, der ist sowas von... Ach du Kacke, das könnte das Ende gewesen sein. Nein, scheiße. Ja... Ist okay. Ich hätte mich eher heilen sollen. Ja. Tut mir leid. Ja. Das ist furchtbar. Also das ist das Schlimmste, das es gibt. So wie du hättest Rika wenigstens eine besondere Fähigkeit geben können. Denn so zieht sich das Ganze unglaublich. Weil was willst du mit 300 Schaden? Das ist für die... Fürs Fressbrett ist das... Da 100, 150, das ist doch Kacke. Mann. Gut, dass ich noch genug Heiltränke habe. Au. Feelings. Vom Feinsten. Daneben, na supi toll. Dreht durch! Toll! Ganz großes Kino. Da geht was. So, Heilung. Ah, der Kampf ist ja so spannend. Ich muss gleich brechen. Ja, es ist wirklich nur, in dem Fall ist es nur ein Entergekloppe. Es ist schlimm. Oder auf meinem Controller ein X. Es ist nicht lustig, muss man echt immer so sagen. Auch wenn die Mucke schön ist, aber es zieht sich trotzdem. Es ist eklig. Eklig! Chlor wieder Licht, freilich. Was man da an Heiltränken verbrutzelt, das ist furchtbar. Für nichts und wieder nichts. Meine Güte. Wenn es so weitergeht, habe ich keine Heiltränke mehr. Oh. Da drehe ich durch. Oh, das hätte mich fast umgebracht. Oh Mann. Heiland. Oh, das war ein Elixier. Okay. Sag mir nicht, dass meine Heiltränke leer sind, dann kriege ich aber jetzt einen Harten. Es ist zum Kotzen, es ist zum Brechen. Ja, toll. Dann heile ich mich eben so. Geht auch.
Ich kann mich selber heilen, ich bin toll, ich bin Rika. Dafür habe ich keinerlei Angriffskraft, ich bin schwach. Zum Brechen. Toll. Ja. Jo. Jo. Oh Gott. Herr, dem Herrn sei es gedankt. Ich bin sehr froh, dass du die Prüfung bestanden hast. Es gibt nun keinen Grund mehr, mich vor dir zu verstecken. Und dann nehme ich die Maske ab. Die Maske des Lichtgeistes. Du hast die Maske erhalten. Nee, Spaß. Wieso denke ich eigentlich gerade an Majora's Mask? Ist egal. Rika, ich bin der Elementargeist des Lichtes. Sie hatten recht, sie hatten von Anfang an recht. Jo. Nun, es ist mir eine große Ehre, euch kennenzulernen zu dürfen. Ich entschuldige mich für diesen Test, doch nur so konnte ich feststellen, ob du wirklich die Kraft in dir trägst, einem Dämon gegenüberzutreten. Aber da du ihn bestanden hast, möchte ich mich jetzt gleich mit dir verbinden, um deine Kräfte zu erwecken. Muss ich dafür irgendwas tun? Gar nichts, bleib einfach dort stehen. Dann bohre ich mich in dein Herz. Und es erscheint ein Lichtkegel. Rika hat nun die Kraft des Lichtes auf awesome-mäßigste Art und Weise. Die Zeit, Cresta zu verlassen, ist gekommen. Alex, ich habe es endlich begriffen. Nejo. Willkommen zurück, Prinzessin. Habt ihr es geschafft? Ja, der Segen des Lichtes steht nun bei uns bei. Licht, du? Na, wenn das mal kein Gegensatz ist. Ich hätte eher mit Dunkelheit gerechnet oder sowas. Ah, du bist doch nur neidisch. Kleiner Hitzepickel. was? Hitzepickel? Wohl eher das lodernde Feuer meint der Leidenschaft in der Hitze des Kampfes, Prinzesschen. Kommt, lasst uns gehen, die anderen warten. Warte, eines noch. Hm? Jetzt, da wir wohl zukünftig eine Weile zusammenreisen werden. Nennt mich doch einfach Rika. Wie du willst, Rika, dann lass uns nun gehen. Jo, Prinzesschen, geht klar. Okay, Rika hat jetzt Licht mit dabei und die leuchtende Rechtschaffenheit. Beides macht Lichtschaden. Ja, dann ist jetzt eigentlich unser Team komplett. Anders wie bei Elements Destiny Ancient Powers, wo wir zu 8 gewesen. Ne, Moment, da waren wir zum Schluss zu 10. Ja, 10 Elemente, natürlich. Ist es so, dass es in Origins nur 4 Charaktere gibt, die wir hier sehen? Und warum haben eigentlich diejenigen genau die Haarfarbe, die zu ihrem Element passt? Man weiß es nicht so genau, ne? Licht und blond und Feuer und rot und Donner und so lila und Erde und grün. Naja. Auf jeden Fall ist unser Team damit completely. Die anderen werden uns nicht beitreten. Das ist in diesem Spiel, wie gesagt, ein bisschen anders. Ist aber nicht weiter schlimm, denn unsere vier Heldinnen kriegen das auch so hin. Die sind ja prinzipiell stark und werden noch stärker. Da wird noch einiges auf uns zukommen in dem Spiel. Allerdings haben wir schon guten Fortschritt gemacht, so wie es sein soll. Und dann mal sehen, wie es so weitergeht. Gab es hier eigentlich einen Shop in Cresta? Ich glaube schon, ne? Ja. So, jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen wieder einkaufen. Wir haben nämlich wieder mal nichts mehr. Was nicht sehr gut ist. Alter Fall, da habe ich da rausgehauen. Das ist ja übel. Schlimm. Echt schlimm. Muss ich schon mal sagen. Sehr interessant. Na gut. So. Ach du Kacke. Mhm. So, Lia kriegt jetzt von mir mal eine Eisenrüstung spendiert. Und
Lia, haben wir gesagt, kriegt die Eisenrüstung. Dann haben wir noch was anzubieten hier. Verkaufen Holzpanzer. Deutsches ist geschickt erhöht, bla. Langbogen wäre noch interessant für Erika. Oder eine Dornkeule. Mentalität um 10. Er ist recht lang. Na gut. Ja, mit dem Geld ist es in... okay. Mit dem Geld ist es in Origins irgendwie nicht so. Da hat man irgendwie viel, viel weniger Geld. Wie in Ancient Powers. Das ist irgendwie nicht immer so schön. Aber gut, mein J. So, dann würde ich sagen, wir kaufen noch einen Eisenhelm. Einen. Wir rüsten den hier aus. Und verkaufen den einen Metallhelm noch. Den einen behalten wir, falls ich mal vom Virenschutz wieder umswitchen will. Beziehungsweise, das wird früher oder später sowieso kommen. So. Dann schauen wir uns vielleicht das jetzt hier noch schnell an. What the? Ja, leck mich. Da darfst du nicht mal in Ruhe hier, ne? Ding. Ja, natürlich mit der Flucht fehlgeschlagen. Ach, ihr leckt mich alle mal am Arsch. Was soll sowas? Chlor, freilich, freilich, freilich. Giftstrom. Tod. So, Genesung. Pet? Habt ihr eure Kräfte erwecken können, Prinzessin? Ja, wir haben es geschafft. Ausgezeichnet. Ich bin euch sehr stolz auf euch, Prinzessin. Nun gut, dann sind wir ja schon bald dazu bereit, dem Dämon gegenüberzutreten. Was heißt hier bald? Lass uns diese Missgeburt endlich zur Hölle schicken. Hast du es etwa schon vergessen? Was? Ach ja, stimmt. Was ist los? Wovon spricht ihr? Es gibt eine Kleinigkeit, die ihr unbedingt noch erledigen soll, bevor wir uns aufmachen, den Dämon zu vernichten. Immerhin soll jeder von uns das volle Potenzial seines Elements nutzen können, nicht wahr? Ist es nicht damit genug, dass wir alle unsere Kräfte erweckt haben? Nicht ganz, aber keine Sorge, die meiste Arbeit ist mit der Erweckung eurer Kräfte bereits getan. Das Einzige, was euch nur noch fehlt, sind eure Elementarforce. Elementarforce? Davon habe ich noch nie gehört. Kein Wunder, wie solltest du auch. Sie sind ein gut gehütetes Geheimnis einer kleinen Stadt im Wald Forstas. Die Elementarforce sind dazu in der Lage, die Macht eines Elements zu erweitern. Sie geben euch zusätzliche Fähigkeiten. Nur mit ihnen ist der Träger dazu in der Lage, das volle Potenzial seines Elements zu nutzen. Und das ist absolut notwendig, denn dieser Dämon ist unglaublich mächtig. Dann machen wir uns zunächst also auf den Weg nach Forster, um diese Elementarforce zu holen. Jo, jedoch werden wir nicht alle gehen. Nur ihr vier werdet euch auf den Weg machen. Wir haben unsere Elementarforce bereits. Demnach werden wir in der Übungshöhle auf euch warten, damit wir unser weiteres Vorgehen besprechen können. Übergangshöhle war das übrigens. Und wieso habt ihr unsere Force eigentlich nicht gleich mitgebracht, Pet? Sehr mysteriös. Nun gut. Also, direkt östlich von hier befindet sich die Übergangshöhle. Alle Regionen unseres Kontinents sind mit ihr verbunden. Begebt euch zum Waldteil, ne, in der nördlichen Region. Dann steht ihr direkt vor dem Wald Forstas. Anschließend müsst ihr euch bloß noch die Stadt aufsuchen und euch in der dort zu findenden Ruine die Elementarforce nehmen. Das ist alles. Wenn ihr das erledigt habt, begebt euch in Richtung Süden. Wir werden am Durchgang der südlichen Region auf euch warten. Ist soweit alles klar? Nö. Okay.
Jo, soweit ist alles klar. Sehr gut. Wir sehen uns dann, wenn ihr die kleine Aufgabe erledigt habt. Joey! Oh, übrigens, Steve geht es schon besser. Seine Verletzungen scheinen sich nicht besonders schlimm gewesen zu sein. Er hat darum gebeten, dass sie ihn noch mal besucht, bevor er weiterreist. Alex, was ist mit meinen Eltern? Sie werden sich furchtbare Sorgen machen, wenn wir einfach das Königreich verlassen. Keine Sorge, Prinzessin. Ich habe mich um alles gekümmert. Ich habe ihnen gesagt, dass ich mit euch durch das Land reisen werde, damit ihr es als zukünftige Königin besser kennenlernen könnt. Ich bin untröstlich, dass ich eure Eltern dreist belügen musste, aber die Not der Lage lässt es nicht anders zu. Das ist schon in Ordnung, Alex. Ich danke dir. Joey! Was ist los, Erika? Du wirkst so besorgt. Ich werde aus diesem Kerl nicht schlau. Wie auch immer. Kommt, wir machen uns auf den Weg. Allerdings nicht mehr in diesem Bad. Wenn es euch gefallen hat, bitte kommentieren, abonnieren, wenn ihr möchtet, Ding. Jo, ansonsten bin ich der AZ105 und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Elements Destiny Origins. Bis denn, Leute, und ciao, ciao.